Ja, hallo meine lieben Unternehmer, Selbstständige und Anleger. Heute geht es um das ach so liebe Thema Steuern. Und da ist natürlich, habe ich auch lange Zeit unterschätzt, mehr oder weniger das Rückgrat, egal was du tust in deinem Leben, von Business- und Vermögensaufbau ist, ist letztendlich die Buchhaltung bzw. deine Finanzen im Griff zu haben. Und da habe ich vor, ich würde mal sagen, 6, 7 Jahren, glaube ich, schon diesen Unternehmerkanal hier gecheckt. Damals war er noch wesentlich kleiner. Und der hat dann letztendlich da schon vor 4 Jahren Zefdesk empfohlen, habe das damals gekauft. Also sein erstes Video über Zefdesk war wahrscheinlich schon vor 7 Jahren. Und so als Anfänger, Freelancer und was weiß ich alles. Und ja, und ich hatte eigentlich nie wirklich ein gutes Buchhaltungstool, habe ich das einfach gekauft. Und mittlerweile bereue ich es wirklich. Also ich meine, was ich nicht ganz verstehe, ich meine, der hat sehr viel Abonnenten und alles und riesige Businesses und so weiter. Teilweise sind da viel, viel größere Businesses, AMV und was weiß ich alles, ja. Und er empfiehlt aber nur Zefdesk und das verstehe ich halt nicht, weil bei Zefdesk ich mir aktuell wirklich die Haare raufe, dass ich das letztendlich hier habe. Weil ich nämlich hier ganz einfach was hier jetzt sehr, sehr viel Tools vom Ausland aus einkaufe. Und da gibt es ja dieses Reverse-Charge-Verfahren und so weiter. Und Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen. Ja, genau. Ich bin jetzt wirklich am Abkotzen hier, weil du bei Zefdesk, ich habe wirklich den ganzen fucking Tag verplempert, um herauszufinden, wie ich jetzt hier Reverse-Charge-Verfahren quasi in den Beleg einpflege. Also Zefdesk findet hier die Details sehr gut und so weiter, aber wo in fucking Namen, ja, kann ich hier Reverse-Charge 13b Paragraph EU und Nicht-EU hier quasi separieren. Also ich habe hier quasi das. Ich kann auswählen, ja, möchte ich das Netto oder Brutto? Ja, Beträge inklusive Umsatzsteuer oder Beträge exklusive Umsatzsteuer? Okay, habe ich verstanden. Aber wie wird das Ganze mit Umsatzsteuer, Vorsteuer und wie gesagt, Reverse Charge Verfahren ist super, super wichtig. Nicht nur, wenn du Kunden hast in Österreich oder in Belgien oder was oder in Frankreich, sondern wenn du einfach einkaufst und das geht zwangsläufig, wenn du schon allein, wenn du zum Beispiel so ein geiles Tool wie Pipedrive CRM einkaufst, ja, oder HubSpot oder irgendwas, ja, die stellen dir quasi von Reverse Charge, ja, du siehst es hier, Reverse Charge, diese Rechnungen hier. Und dann musst du damit irgendwie umgehen, dann musst du es halt hier richtig gut einbuchen, ansonsten hast du wirklich. Da zahlst du irgendwie, da hast du einfach keine korrekte Buchhaltung. Und hier im Zefdesk ist es einfach nicht möglich. Und von daher finde ich es ja irgendwie kacke, dass in diesem kompletten Unternehmerkanal hier nicht ein irgendwie, das nicht einmal irgendwie erwähnt wird, beziehungsweise halt einfach hier als Alternative irgendwie mal auch LexOffice irgendwas vorgestellt. Wenn ich hier LexOffice eingebe, Zefdesk. Ja, irgendwie Kacke. Ja, das war's auch schon von meinem Feedback her, also.